Audio-Post. Geklickt. Gehört. Erschreckend, aber bei vielen wahr. Funktionieren Handy und Laptop nicht mehr? Funktioniert gar nichts mehr. Das Internet begleitet uns rund um die Uhr. Trotzdem denken wir im Alltag kaum über die Gefahren nach oder was passieren könnte, wenn Online-Banking oder private Fotos von uns plötzlich im Netz stehen. Aber ist das überhaupt möglich? So ganz einfach? Es kann tatsächlich passieren, dass ein Virus auf meinem Smartphone oder auf meinem Laptop Daten löschen kann. Zum Beispiel Ransomware, wo dann alle Daten verschlüsselt und nur gegen Bares gibt es auch die Daten wieder zurück. Gerade besonders Android ist da sehr stark gefährdet, weil es ein anderes Sicherheitsmodell hat. Andreas Wiesler ist Computerspezialist und berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Selbst er sagt, 100%igen Schutz gibt's nie. Auch große Firmen sind davon nicht geschützt. Sogar manipulierte Downloads in den offiziellen Stores werden abgeboten, runtergeladen und dann auch installiert. Zum Beispiel beispielsweise im Google Play Store ein gefälschter WhatsApp Messenger über 1 Million Mal runtergeladen und auf Android-Geräte installiert worden. Die Hacker gehen dabei geschickt vor, wie lautlose Einbrecher, die sich als Freund ausgeben. Plötzlich erhalten wir eine Nachricht eines vertrauten Freundes auf Facebook. Bist du das in dem Video? Wir sind neugierig, klicken. Da ist es meist schon zu spät. Der Computer ist angesteckt. Aber kann mein Laptop eigentlich auch mein Backup, meine Sicherung befallen, wenn ich die beiden miteinander verbinde? Hat man auf seinem eigenen Computer Ransomware eingefangen, kann es natürlich auch sein, dass wenn ich eine Festplatte einstecke, die ebenfalls mit einem Virus verseucht wird. Darum muss man wirklich sehr vorsichtig sein und externe Geräte wie auch einen USB-Stick nur dann anschliessen, wenn man absolut sicher ist, dass kein Virus am Werk ist. Also, ja, es ist möglich, dass Fotos, Kontakte oder Passwörter plötzlich verschwinden können. Umso wichtiger sind die Tipps vom Fachmann, wie Andreas Wiesler von Go Security weiß. Oft sieht man ja bereits so Kleber auf der Kamera. Es gibt sogar einfache mechanische Schalter. Dann kann man bei Bedarf die Kamera wieder öffnen. Und fürs Mikrofon gilt, es dann halt nur zu aktivieren, wenn man es auch braucht. Audio Post. Geklickt. Gehört's.